Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war heute im DM, im Rossmann und auch im Müller. Und was ich alles so gekauft habe, möchte ich euch gerne zeigen. Ich war seit einem guten Monat jetzt nicht mehr ausgiebig einkaufen und habe vor allem halt ein paar Haushaltssachen wieder gebraucht und habe mich auch so ein bisschen auch schon nach Neuheiten umgeschaut und habe auch da schon ein paar Sachen mitgenommen. Ich starte jetzt aber mit Rossmann und dort habe ich zu einem 3 Weichspüler mitgenommen und zwar waren die im Angebot und dann gab es in der Rossmann-App noch einen Coupon für, ja, wenn du 3 kaufst, bekommst du 1 Euro Sofortrabatt und das habe ich dann genutzt und habe zu einem von Vernell den Weichspüler in Wildrose mitgenommen. Den habe ich euch auch schon öfters in meinen Aufgebraucht-Videos gezeigt. Ich finde den super, der riecht toll, der hält echt lang und wir finden den sehr, sehr schön und das macht halt auch die Wäsche super weich, Vernell, und deswegen kaufen wir sehr, sehr gern Vernell. Dann durfte eben noch von Vernell der frische Morgen mit. Den finden wir auch sehr gut. Es hat einfach ein sehr frischer Duft. Und ja, der durfte einmal noch mit. Finden wir auch sehr, sehr gut. Und dann durfte ich noch mit. Das hatten wir jetzt noch nie. Zumindest die Variante. Und zwar von Vernell Soft and Oils. Liebliches Magnolienöl. Wir hatten mal den goldenen. Und jetzt gibt es halt diesen hier neu. Und der durfte jetzt mit. Ja, bin ich gespannt drauf. Also habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Es riecht ganz angenehm, wenn man so dran riecht. Ich bin gespannt, wie es dann in der Wäsche riecht. Dann war von WC Frisch kraftaktiv die WC-Steine im Angebot. Da habe ich mir jetzt eine neue Limited Edition mitgenommen. Und zwar Urlaubsträume Rio Karneval. Das gibt es jedes Jahr aufs Neue. Also da gibt es immer Rio Karneval und Hawaii. Und ich habe mir die Variante mitgenommen. Bei uns waren auch fast alle ausverkauft, weil sie eben im Angebot waren. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach für den entschieden. Riecht sehr fruchtig, sehr süß. Und ja, werde ich einfach ausprobieren. Wie gesagt, war halt im Angebot. Dann dachte ich mir, nehme ich gleich noch einen mit, obwohl ich eigentlich noch genug da habe. Und dann war ebenfalls, ich glaube nicht im Angebot, aber auch ein Coupon der Rossmann-App. Und zwar von den Cotonelle feuchten Toilettentücher mit Extrakten aus grünem Tee und Jasmin. Und ja, hier sind 42 Tücher drin. 50 Cent Rabatt ist viel, finde ich. Und deswegen durften die einmal mit. Freue ich mich drauf. Habe ich jetzt auch noch einmal da. Also noch einmal im Vorrat. Und das ist jetzt quasi das Backup. Und freue ich mich auf jeden Fall, dass ich das noch ergattern konnte. Weil da waren die Regale auch schon relativ gut leer gefegt. Dann war im Angebot bei Rossmann Reinigungstücher. Und zwar von Isana Young. Die erfrischenden Reinigungstücher ohne Alkohol. Entfernen wasserfestes Augen-Make-up für Mischhaut. Ich habe im Moment die pinken hier und finde aber auch die grünen sehr, sehr gut. Also ich mag die beide von der Feuchtigkeit her und vom Tuch her, finde ich beide super. Und deswegen durfte das jetzt nochmal mit. Wie gesagt, im Angebot. Ich kaufe sehr, sehr gern bei Rossmann im Angebot, wenn es dann was gibt, was ich auch mag. Dann waren die Swissopara-Kuren im Angebot und habe ich mir 4 Stück mitgenommen. Einmal die Variante Kirschblüte für normales Haar, die durfte einmal mit, bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, dass ich die auch schon, also ich hatte die auf jeden Fall schon öfters, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die im Moment vielleicht noch da habe. Dann durfte einmal noch die Variante Orangenblüte mit für normales und strapaziertes Haar. Dann einmal Pfirsichblüte für normales, feines und dünnes Haar. Ja, ich habe jetzt kein feines, dünnes Haar, aber ich hatte die auch schon öfters und finde die echt gut. Und dann durfte noch einmal mit die Apfelblüte-Haarkur für normales, trockenes und sprödes Haar. Die finde ich auch sehr gut, die hatte ich auch schon öfters. Und da ich mir dachte, im Angebot kann man da nichts falsch machen, habe ich die jetzt gleich nochmal mitgenommen. Also finde ich super. Dann habe ich mitgenommen. Das war jetzt nicht im Angebot, aber in dem Moment hat es mich super angesprochen. Ich habe dann auch im Geschäft dran gerochen und es riecht einfach super. Und zwar ist das von Tracamoon das neue Körperpeeling. Soft Water Mint Rain. Und da sind 225 ml drin. Ich muss sagen, es riecht echt gut. Also es riecht nicht so stark, minzig, penetrant, sondern es riecht sehr dezent und angenehm und sehr frisch. Aber nicht frisch im Sinne von minzig frisch, sondern halt einfach so ein bisschen frisch einfach. Ich mag es sehr gern und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich habe noch ein Peeling im Moment in der Dusche stehen von Wellness & Beauty mit Kakao und Shea. Und dann habe ich noch eins von Tracamoon im Backup mit Vanille, das würde ich gerne noch aufbrauchen. Und von Isana eins mit so einem Mandelduft, das würde ich auch gerne noch weghaben, bevor es ein bisschen wärmer wird und deswegen werde ich das jetzt nicht gleich anfangen, aber auf jeden Fall im Sommer wird das angefangen und freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf.
Finde die Dragon Moon Peelings übrigens sehr, sehr gut, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Dann im Rossmann habe ich auch noch mitgenommen von Kneif. Einmal die Badekristalle Alles wird gut, Vanille, Macadamia und Honigextrakt. Die waren im Angebot und ja, habe ich mir jetzt mitgenommen. Fand ich sehr, sehr schön, auch von der Aufmachung her. Ich meine, diese Variante hatte ich jetzt noch nie, deswegen durfte die mit. Und ja, ich mag Vanille, ich mag Macadamia und Honig mag ich auch. Deswegen denke ich, dass ich das mögen werde. Dann geht aus dem Sortiment von Dresdner Essenz das Amazonas Pflegebad mit exotischem Duft. Das riecht nach Mangobutter und da ist noch Minzöl drin, wenn ich mich nicht irre, und Limettenextrakt. Finde ich ganz toll, also ich mag das. Ich habe es mir jetzt aber nur einmal mitgenommen, weil ich einfach noch relativ Badezusätze da habe und es auch immer wieder neue Schöne gibt von Dresdner Essenz. Deswegen habe ich das jetzt nur einmal mitgenommen, ging eben aus dem Sortiment und ja, roch ganz gut. Winterdüfte habe ich mir keine mitgenommen, da ging auch jede Menge aus dem Sortiment. Aber ich habe da auch gerade so die aufgebraucht, wo ich noch da hatte. Habe jetzt noch minimal ein paar Winterdüfte da, was Badezusätze angeht, und dann sind die auch alle weg. Und dann habe ich leider nur zwei von den neuen Pflegebädern von Dresdner Essenz entdeckt. Und ja, das Taufrisch fehlt mir noch, das würde ich auch gerne noch testen. Aber ich habe mir einmal mitgenommen das Glücksgefühl mit goldenem Osmanthusduft und Zitronengras. Da freue ich mich auch schon drauf. Das hier ist jetzt vegan. Und ja, hat mitgedurft, freue ich mich auch schon drauf. Ich finde auch die Verpackungen extrem schön und deswegen durfte einmal das hier mit. Und einmal das Dresdner Essenz Pflegebad mit Sommerduft und Kokosöl. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ob das dann eher so ein frischerer Duft ist. Ich meine, da ist eine Duftprobe dran, ja. Aber ich finde immer, dass man durch die Duftprobe nicht so viel sagen kann. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Müller. Das war schon alles aus Rossmann, also ich habe nicht so arg viel gekauft. Aber in Müller wurde es ein bisschen mehr, gerade was so Masken angeht. Ich habe mir aber auch drei Duschgele mitgenommen. Und zwar zu einem von Palmolive Gourmet, die Mint Shake Body Butter Creme Dusche. Ja, das Design finde ich echt schön. Also mit diesen Minzblättern finde ich eigentlich ganz schön, auch von der Farbe her. Aber also der Deckel hält bei mir nicht. Ich habe das gekauft und habe das in die Tasche gemacht. Und ich habe es halt so reingeschmissen, wo das der Deckel nicht abgegangen ist, zum Glück. Aber jetzt ist das hier halt also ich kann es halt nirgends jetzt in Kisten reinpacken, um es zu verstauen, bis ich die Sommerdüfte anfange, weil das halt mir sonst ausläuft. Deswegen muss ich mal schauen, was ich mit dem jetzt mache. Ob ich das irgendwie umfülle oder ob ich das irgendwie festklebe, ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen und schaut da auf jeden Fall drauf, wenn ihr das kauft, dass euer Deckel fest ist. Auch weil ja nicht alle das jetzt so Glück haben wie ich und das eben so in die Tasche reinpacken, dass es nicht ausläuft. Und wenn das ganze Zeug ausgelaufen ist, ist das, glaube ich, eine relativ große Sauerei. Deswegen würde ich da ein bisschen aufpassen. Dann habe ich von Far noch ein neues Duschgel entdeckt und zwar Far Magic Oil mit Duft der violetten Orchidee. Da gibt es ja, ich glaube, noch drei andere Sorten, ein pinkes, ein blaues und ein orangenes. Und das lilane ist jetzt eben neu, pflegend und frisch ein Duschgel. Wie gesagt, aus Müller. Ich weiß nicht, ob es das sonst noch irgendwo gibt. Bei Müller gibt es ja die größte Auswahl an Fahrduschen. Und ja, die hat mich gedurft. Ich bin ja eher kein so Blumenfan, aber das hat mir echt gut gefallen. Es riecht so ein bisschen edel, aber nicht zu stark parfümiert und trotzdem sehr angenehm. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, wie das so sein wird. Und dann habe ich auch noch dieses zweite Duschgel, beziehungsweise die zweite Duschcreme aus der Fahr Honigreihe entdeckt. Und zwar heißt das jetzt Honey Cream, Duft der Irisblüte mit Honigextrakt, mild pflegend, eine Duschcreme. Und da gibt es ja das Honey Elixier, das ist mit Gardenienblüte. Und als ich mir das gekauft habe, dachte ich mir schon fast, dass das Creme-Duschgel mir besser gefallen wird. Denn ich bin allgemein eher ein Fahr-Duschcreme-Fan. Ich mag diese Gels nicht so gern und ich mag auch die Moments-Reihe leider nicht gerne. Also was heißt leider? Ich finde halt einfach diese parfümierten Düfte unter der Dusche nicht so angenehm, aber das mögen ja einige. Jeder wie er will, aber ich finde es halt nicht so toll. Aber ich mag halt dafür eher so die cremigen Düfte oder halt fruchtig und süß. Und ja, das ist halt total so mein Beuteschema. Es riecht halt süßlich, cremig, aber halt auch so ein bisschen minimal blumig. Und das werde ich auf jeden Fall testen und freue mich auch schon drauf. Ich meine, das war sogar im Angebot. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, aber ich blende euch ja die Preise immer ein. Dann hat noch eine kleine Handcreme mitgedurft und zwar von Aveo das Hand- und Nagelbalsam mit Bienenwachs. Ja, habe ich halt wieder eine gekauft.
Ich habe im Moment von Balea eine kleine in der Handtasche und habe dann noch eine von Florena im Backup, die ich dann in die Handtasche packen werde, wenn die von Balea leer ist, die übrigens auch bald schon leer geht. Und dann habe ich halt keine kleine mehr, deswegen habe ich mir jetzt die mitgenommen. War auch nicht teuer und ja, für die Handtasche tut es auch so eine günstige Handcreme. Da brauche ich jetzt keine teure. Aber ja, die durfte mit, freue ich mich drauf. Ich glaube, die hatte ich sogar noch nie. Dann durften zwei Lippenpflege mit. Ich habe genug und ich weiß auch gar nicht, warum ich die überhaupt mitgenommen habe. Denn das sind beide welche mit so Schimmer und Schein und so ein bisschen glossig. Aber ich werde sie testen und ja, hoffe natürlich, dass sie mir gefallen werden. Und zwar zu einem von Aveo, die Lippenpflege Süße Versuchung. Und mit diesen Macaroons drauf, ich habe es mir einfach mitnehmen müssen. Shiny Pearl steht jetzt drauf, Limited Edition. Und ja, die sind halt jetzt neu und danach noch limitiert und die mussten einfach mit. Und ich packe die jetzt gerade mal aus und ja, das sieht so aus. Also relativ gut auch gefärbt und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und es riecht halt total süß. Total süß und werde ich mal ausprobieren. Die Farbe ist relativ dunkel. Werde ich mal schauen, wie es zu meinem Hautton passt. Und die Verpackung finde ich halt auch echt süß mit diesen Herzchen drauf. Und ja, deswegen durfte der einmal mit. Und einmal von Aveo die Lippenpflege in Kokosnuss. Shine and Gloss steht hier jetzt drauf, auch limitiert. Und den wollte ich mir so oder so kaufen. Deswegen, ja, habe ich den jetzt auch mal mitgenommen. Und der sieht so aus. Ja, der ist weiß, der ist dann vielleicht schon eher was für mich. Ich schaue jetzt gerade mal, ob es... Ja, so ein Schimmer nehme ich jetzt nicht auf. Ja, ist auch ohne Schimmer, also nur so ein bisschen ein Scheineffekt. Und halt so glossig. Ich werde es ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er auf den Lippen dann keinen Schimmer entwickelt. Aber so wie es jetzt hier aussieht, ist da schon mal kein grober Glitzer drin. Das freut mich und ich werde es auf jeden Fall testen. Ich bin gespannt und es riecht auch sehr angenehm. Also sehr natürlich nach Kokos. Nicht irgendwie künstlich, werde ich testen. Und dann haben noch drei Badezusätze mitgedurft. Und zwar auch wieder zwei von Dresden Essence. Da gab es nämlich die Sprudelbäder noch nicht bei Rossmann. Deswegen habe ich die dann bei Müller mitgenommen. Und zwar einmal die Variante Schwerelos mit Pfirsich und Mandelblüte. Werde ich auch testen, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann einmal die Variante Lebenslust mit Lotus und Guave, auch limitiert. Und ja, werde ich auf jeden Fall testen. Ich bin gespannt, wie sie sein werden. Ich mag die Sprudelbäder von Dresden Essence sehr gerne und werde sie auf jeden Fall testen. Und dann durfte ich noch mit von Tea by TTZ ein neues Badesalz. Und zwar eine Portion Danke, Granatapfel und Kakaobutter. Und ich fand es vom Design eigentlich relativ schön. Und habe es mir dann mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Es riecht sehr fruchtig, aber auch so pflegend und ein bisschen warm. Ich mag es sehr gern vom Duft. Und wenn mir das gefallen wird, werde ich mir das auf jeden Fall auch noch öfters nachkaufen. Und dann bei Müller bin ich dezent eskaliert bei den Masken. Ich habe mir richtig viel Masken mitgenommen. Und ich zeige euch jetzt erstmal eine, die ich schon mal hatte. Das ist die Afrika-Maske von Schäbens. Ich finde die sehr gut, ich mag die, ich finde den Duft relativ angenehm, für das, dass es eine Schlammmaske ist. Sie reinigt gut, aber sie pflegt auch so ein bisschen die Haut und sie ist halt limitiert und deswegen habe ich sie jetzt einfach nochmal zweimal mitgenommen und freue mich auf jeden Fall drauf und ja, wie gesagt, mag ich, könnt ihr euch ja mal anschauen. Dann habe ich neue Masken von Garnier entdeckt, die kennt ihr bestimmt auch schon und zwar gibt es ja jetzt von Garnier Skin Active auch Crememasken und zwar 5 Stück. Ich habe das Glück gehabt und habe bei Müller tatsächlich sogar alle 5 Sorten schon entdeckt und natürlich auch mitgenommen. Ich werde nämlich alle einmal testen und mir dann die liebsten immer mal wieder nachkaufen. Und zwar gibt es da ja zu einem, ja, die quasi passend zu der Tuchmaske auch eine Crememaske. Und zwar eben von Garnier Skin Active, die Aqua Mask Anti-Durst für trockene Haut mit Granatapfel und Glycerin. Werde ich testen. Freue mich auf jeden Fall auch schon auf den Duft, weil ich mag Granatapfel sehr gern und bin sehr gespannt, wie die sein wird. Dann gibt es einmal eine Honigmaske. Regenerierend mit Honig und Ceramiden für trockene bis sehr trockene Haut. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich denke, die werde ich dann auch als erstes testen, weil ja, meine Haut jetzt im Moment noch relativ trocken ist.
werde ich ausprobieren. Und dann gibt es ja noch drei Masken, die eher so ein bisschen für die Reinigung da sind. Und zwar einmal die Vulcano Mask, Pore Minimizer, Vulkangestein und Tonerde. Und diese Maske ist speziell für sichtbare Poren gedacht und werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, freue ich mich auch schon drauf. In jeder Maske sind 8 Milliliter drin. Und ja, dann gibt es eben noch die Juicy Mask. Ausstrahlung, Zitrone und Hauptbildverfeinerer. Fahle Haut mit Unebenheiten. Die werde ich auch mal testen, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und hoffe natürlich, dass sie sehr schön frisch riecht. Bin ich sehr gespannt. Und einmal, da bin ich irgendwie noch ein bisschen skeptisch, und zwar die Matcha Kaolin Mask. Reinigend mit Matcha-Tee und Tonerde, fettige und Mischhaut. Da bin ich sehr gespannt, erstens auf den Duft und auf die Farbe auch so ein bisschen. Ob die dann auch wie auf dem Bild so hellgrün ist oder ob die dann vielleicht dunkler ist oder durchsichtiger. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf alle 5 Masken von Garnier Skin Active und freue mich, dass es die jetzt auch in Cremeform gibt. Und dann hat auch die Müller Eigenmarke Cadea Vera 2 neue Masken rausgebracht. Und zwar zu einem die Mousse à Chocolat Maske. Mit Kakaobutter und Panthenol für alle Hauttypen, seidenweiche und gepflegte Haut, ist eben limitiert. Und ich fand das Design einfach super schön mit diesem Cupcake drauf. Und ja, werde ich ausprobieren. Man soll es wohl einfach auftragen und dann halt ja, einwirken lassen. Und dann halt eventuelle Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen oder auch abwaschen. Also da kann man wohl beides machen und bin sehr gespannt halt auch auf den Duft. Und dann habe ich was entdeckt, was ich super interessant fand. Und zwar ist das eine Soft-Peeling-Maske von Cadea Vera mit Extrakten aus weißem Tee und Lotus. Und wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr, dass ich die Schäbens-Erdbeer-Peeling-Maske total liebe. Und ich halt auch schon ab und an mal gesagt habe, dass ich es sehr schade finde, dass es halt nur die Schäbens-Maske gibt mit einem Peeling drin und halt sonst keine. Und dann habe ich die entdeckt, beziehungsweise meine Schwester hat sie entdeckt und hat sie sich dann auch zweimal mitgenommen und man spürt halt, wenn man draufdrückt, schon die Peelingkörnchen. Und ich bin sehr gespannt, sowohl auf den Duft als auch auf die Peelingwirkung und auf den Effekt dieser Maske. Das war jetzt auch schon alles bei Müller. Jetzt kommen wir mal zu DM. Da gibt es im Moment ja wieder die Frühlingsfrische Edition. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut da unbedingt vorbei. Und ich konnte natürlich auch nicht vorbeilaufen, sondern habe mir ein paar Produkte mitgenommen. Und zwar zu einem, die hatte ich auch im Vorjahr schon, die Denkmit feuchten Allzwecktücher in Frühlingsfrische in diesem Doppelpack. Und es hat super gepasst, denn ich habe neulich meine Box kaputt gemacht. Die ist mir runtergefallen und der Deckel ist gebrochen. Und jetzt ist hier halt wieder so eine schöne grüne Box dabei, die ganz gut eben halt in mein Zimmer auch passt. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da sind halt 2 Tücherpackungen drin, also einmal hier in der Box und einmal hier oben drauf. Und die durfte mit. Ich mag den Duft, das gab es wie gesagt letztes Jahr schon und ja, braucht man halt immer mal wieder so Tücher. Dann habe ich hier noch die Denkmit feuchte Bodentücher mitgenommen. Auch in der Frühlingsfrische Edition. Und hier sind halt 3 Tücher gratis mit drin, was halt sehr, sehr praktisch ist. Verwende ich halt gern fürs Bad. Wir haben da halt schwarze Fliesen und wenn da halt Wasser runtertropft, sieht man das halt total schnell, diese Wasserflecken. Und deswegen durften die einmal mit. Und ja, mit 3 Tüchern gratis. Also hier sind dann 18 Tücher drin. Kann man da nichts sagen. Und deswegen freue ich mich da auch schon drauf. Und dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das auch letztes Jahr gab, ein WC-Reinigungsgel, auch in der Frühlingsfrische Edition. Und es sieht halt so ein bisschen schöner aus einfach, also vom Design her sehr schön. Und ich wollte heute im Müller mir meine WC-Ente in Minze kaufen. Ich bin 100%ig davon ausgegangen, dass es die im Müller gibt. Leider nicht. Also leider hatten die die nicht da. Es gab nur die blaue Variante und die gelbe Variante, aber ich mag halt Minze am liebsten. Und weil ich gewusst habe, dass es von Denkmit im Moment die Edition gibt, habe ich dann gesagt, nehme ich halt da diesen Kloreiniger mit, das WC-Reinigungsgel und habe es jetzt mitgenommen. Ich habe es auch schon dran gerochen und es riecht wirklich gut. Ich werde jetzt den WC-Reiniger, den ich im Moment noch im Angebrauch habe, das ist die WC-Ente in Citrus, auf jeden Fall noch aufbrauchen und dann werde ich das hier anfangen und freue mich auf jeden Fall drauf, weil es wirklich sehr gut riecht und die Farbe ist halt auch irgendwie total schön, dieses Pink und dann dieses Grün. Ja, finde ich sehr, sehr schön und werde ich auf jeden Fall testen. Dann durfte bei DM noch eine Seife mit. Ich habe genug Seifen, ich weiß, aber da konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Und zwar von Balea die milde Seife Pures Erlebnis mit Magnolien und grünem Teeduft. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich mag Magnolie sehr, sehr gern vom Duft und ich mag auch grüner Tee.
Und die Farbe fand ich auch irgendwie total schön und deswegen durfte die mit. Ich habe jetzt noch nicht dran gerochen, werde ich jetzt mal tun. Riecht sehr frisch, blumig, angenehm. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, werde ich auch irgendwann mal drüber berichten. Freue ich mich drauf. Ich habe ja auch schon die andere Variante. Dann geht bald mein Fußpeeling leer und da benutze ich am liebsten von Balea das Fußpeeling in Lovely. Das ist halt ein Fußpeeling, was halt nicht auf so Gelbasis ist, sondern sehr cremig ist und halt auch gut Peelingpartikelchen enthält. Das ist mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Ich mag den Duft total gern und ich finde die Peelingwirkung toll und weiß halt jetzt bald leer ist. Ich verwende das halt jedes Mal, wenn ich duschen gehe, so meine Füße zu peelen und dann gehe ich halt mit einem BIM-Schwamm drüber. Und weil das halt jetzt dann leer ist, habe ich mir gleich ein neues gekauft und ich freue mich sehr drüber. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass die in der Zeit, wo ich jetzt nicht im DM war, das irgendwie auf dem Sortiment genommen haben und ich habe es nicht mitbekommen, weil das liebe ich wirklich vom Duft, von der Peeling-Wirkung her und von dem, was es einfach macht, mag ich das extrem gern. Dann habe ich Body Lotions mitgenommen und zwar einmal von Alverde, die Körpermilch in Bio-Kakaobutter in Bio-Hibiskus. Für trockene Haut, das ist wohl eine softere Textur. Ich hatte das mal als Pröbchen vor, ich glaube 1,5 Jahren oder so und fand den Duft sehr gut und habe auch gesagt, dass ich es mir definitiv nachkaufe, aber habe es dann irgendwie immer vergessen und bin immer dran vorbei und jetzt durfte sie aber mit und ich mag den Duft halt total gern. Ich finde das echt toll vom Duft. Es ist halt so ein warmer Kakaoduft, aber es riecht halt auch so ein bisschen blumig und kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, noch im Frühling einfach. Wenn man doch noch so ein bisschen trockenere Beine hat, finde ich das sehr, sehr schön. Und dann habe ich von Balea noch eine Neuheit mitgenommen. Die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, aber ich habe die mir irgendwie nie mitnehmen wollen, weil ich noch ein bisschen warten wollte, weil ich eben noch ein paar Sachen hier habe. Und jetzt habe ich aber sie einfach mitgenommen. Ich konnte jetzt nicht mehr dran vorbeigehen. Und zwar von Balea den Bodyschaum in Vanilla Berry. Das ist mit Johannisbeeren und Vanilleduft. Und das ist eben ein Schaum für den Körper. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er riecht. Er sieht jetzt so aus. Fühlt sich sehr sanft an. Sehr angenehm. Vom Duft her sehr süß. Ich hatte gerade am Anfang so ein bisschen Angst, dass er vielleicht stark nach Alkohol riecht. Und dann habe ich entdeckt von Balea das neue Duschgel, wo auch schon sehr, sehr oft auf Instagram gepostet worden ist. Und zwar das Duschgel Jamaica Wipes mit Ananas- und Flamingo-Blumenduft. Ist limitiert und es riecht nach Ananas. Ich liebe Ananasduft, vor allem in Duschgelen oder in Cremes. Ich mag es einfach total gern und als ich gesehen habe, dass es dieses hier neu gibt, wusste ich, dass ich mir das auf jeden Fall einmal kaufen werde. Ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird und es riecht, wie ich finde, einfach nur nach Ananas. Und dann habe ich hier noch einen Badezusatz mitgenommen, den hatte ich aber schon mal. Der ist auch eigentlich nicht neu, obwohl neu draufsteht. Und zwar von T-By Tete Sepp das Schaumbad Sinnlichkeit mit Granatapfel und Aronia-Beere. Riecht sehr süß, sehr fruchtig, sehr angenehm. Wie gesagt, hatte ich auch schon öfters. Aber ja, steht jetzt immer noch neu drauf und finde ich sehr, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall noch verwenden. Und das war auch schon alles, was ich gekauft habe. Es ist doch relativ viel. Ich habe viel im Angebot gekauft. Ich habe relativ gut auch gespart. Ein paar Neuheiten durften mit und ein paar alte Schätze. Und dann würde ich einfach sagen, ich will das Video nicht noch in die Länge ziehen. Ich verlinke euch jetzt einmal das letzte Video von mir. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.